Hey Leute, die Woche 9 Aufgaben stehen an und ich fange hier mal mit der ersten an. Wir sollen nämlich unsere Schilde aufladen, während wir ein Emote durchführen. Ja, und da gibt es verschiedene Varianten und ich würde sagen, also Schilde auffüllen, ihr wisst Bescheid, da könnt ihr halt verschiedene Sachen mit nutzen. Ich glaube, es gibt auch noch Obst und Gemüse, die ihr nutzen könnt und so weiter und so fort. Ich würde euch aber vorschlagen, bevor ihr da irgendwelche großen Experimente macht, also so würde ich es machen und darum sage ich es euch auch, schmeißt einfach dieses Teil hier hin, das ist der Schildsprengler, den kennt ihr ja, den findet ihr in Kisten, ach keine Ahnung, es ist ein Floor-Item, findet ihr überall, ist absolut nicht selten. Und das Ding schmeißt ihr einfach hier hin, dann ladet ihr eure Schilder auf und dann führt einfach ein Emote durch, was auch eine Zeit lang funktioniert, also relativ lange ist und das Sweaty Rotation Schild hier funktioniert ja sehr, sehr lange. Ihr seht, unten lade ich gerade meine Schilder auf und führe das Emote durch, das ist einfach alles. Ich brauche hier keinen Ort markieren oder keinen Tipp, wo findest du das? Das Ding findest du wirklich absolut überall. Und es würde auch funktionieren, wenn ihr beispielsweise jemanden habt, der das gerade selber macht und ihr stellt euch daneben. Hauptsache, die Schilde werden aufgeladen und ihr könnt gleichzeitig einen Emote durchführen. Das ist alles. Weiterhin viel Spaß bei den Aufgaben, denn die anderen kommen jetzt auch alle. Bis dann. Ciao, ciao. Hey Leute, willkommen bei einer neuen Woche, neuen Quest. Und zwar sollen wir jetzt hier Saatkörner aufsammeln, bevor sie aufhören, auf dem Boden ja, zu bouncen, zu springen, zu hüpfen, nenne ich es jetzt mal. Und das Ganze machen wir jetzt einmal. Ich bin hier gelandet, die Location markiere ich euch gerne auch gleich nochmal. Hier findest du, ups, da oben findest du das Ding normalerweise. Ich bin jetzt runtergefallen, ist aber nicht so schlimm, weil wenn du das hier kaputt machst, geht das da oben automatisch kaputt. Und dann zeige ich euch mal, diese Teile fliegen ja jetzt hier weg. Und wenn sie noch in der Luft sind, wir sollen das dreimal machen, wenn mich nicht alles täuscht, sammelst du diese Teile einfach auf, okay? Jetzt seht ihr schon, interagieren und ich habe das Teil gefangen. Jetzt kommen da immer drei Stück raus, ihr seht schon, jetzt habe ich den einen oder anderen aus dem Augen verloren, aber es ist ja auch egal. Hier seht ihr ja noch, hier ist auch noch eins, okay? Guck mal, jetzt hüpft das immer noch so ein bisschen vor sich her, okay? Das müsste also jetzt immer noch zählen. Also ihr müsst es sammeln, bevor es einfach aufhört, ja, oder bevor es, sage ich mal so, auf einem Fleck einfach bleibt, bevor es fest an einer Stelle bleibt. Ich zeige euch das nochmal. Ich mache jetzt hier nochmal so ein Ding kaputt. Wie gesagt, ich markiere das auch gleich. Und hier seht ihr das Teil. Da fliegt es schon. Zack, zack, zack. Dann sammeln wir das einfach auf. Hier das andere bewegt sich auch noch, ist auch noch am Bouncen. Und das war es eigentlich schon gewesen. Und ich zeige euch mal den Ort. Ich habe das hier gemacht. Direkt hier oben an der Tankstelle gibt es einmal nämlich so ein Teil, so ein Saatkorn, den ihr aufbrechen könnt. Und hier gibt es auch nochmal was. Also diesen Ort kann ich euch empfehlen. Hier sind nicht viele Leute. Ihr seht ja, ich bin jetzt hier in der Solo-Runde abgesprungen mit 100 Leuten. Hier ist nicht wirklich viel los. Kannst du ganz gechillt deine Aufgabe machen. Also das für euch als kleinen Tipp. So funktioniert das Ganze. Das war auch schon alles. Bis dann. Ciao, ciao. Hey Leute, bei dieser Aufgabe sollen wir Schaden verursachen, wenn wir auf einem Wildschwein oder auf einem Wolf reihen. Und hier seht ihr schon, ich habe das erste Wildschwein gefunden, auf das springe ich einfach drauf. Den Move kennt ihr natürlich auch. Und ich markiere euch mal, wo ihr gut was findet. Einmal hier um Daily Bugle, aber auch hier unten um diese Tankstelle drumherum findet ihr auch sehr viel. Da ich jetzt aber zu Rocky Reels möchte für diesen Auftrag, würde ich euch einfach diesen Bereich hier zwischen Tilted und der Tankstelle empfehlen. Hier findet ihr jede Menge Tiere. Zack, damit geht es jetzt zu Rocky. Ich habe hier mein Wildschwein schon am Start, aber noch keine Waffe. Die suche ich mir aber gleich. Wir sollen insgesamt 500 Schaden verursachen. Und für solche Aufgaben nehme ich sehr, sehr gerne und habe ich auch oft in Videos schon gezeigt, da nehme ich gerne den Mancake. Weil wenn ihr den zum Duell herausfordert, dann ist der natürlich auch ein Gegner in irgendeiner Form. Und der Schaden zählt auch. Das bedeutet, ups, ich steige hier gerade mal ab, ziehe mir hier eine Kiste, ein bisschen Zeug. Okay, jetzt habe ich da... Okay, komm, hier, ich nehme mal sowas, wo wir ein bisschen auf Distanz irgendwie was machen können. Jetzt gehe ich hier einfach wieder her und hier seht ihr schon, ist der Mancake in diesem Haus hier hinten. Okay, ich gehe mal ganz kurz rein. Könnt ihr auch eine Schrotflinte nehmen, ne? Wenn ihr eh in der Nähe seid. Aber meistens schleudert es einem zurück. So, jetzt gehe ich zu dem hin und sage, ey, Kanone, ich will hier ein Duell durchführen, ja? Und dann steigst du einfach wieder auf dein Tier und fügst dem Typen jetzt Schaden zu. 500 sollst du an der Zahl ihm Schaden zufügen, das ist eigentlich kein Problem. Der ist auch gar nicht mal so schwach, also unterschätzt den halt nicht. Aber, oh, jetzt hat er mein Tier getötet, darauf müsst ihr ein bisschen achten. Aber von der Sache her würde ich es euch genauso empfehlen. Geht zu Rocky, holt euch vorher ein Tier, nehmt eine Waffe, fordert ihn zum Duell heraus und knallt ihn ab. Hier ist nochmal der Ort und das Tier habe ich von hier zwischen Tilted und der Tankstelle. Also das ist meine Lösung, weiterhin viel Spaß. Bis dann, ciao, ciao. Hey Leute!
Bei der Aufgabe sollen wir den Saatkorn 30 Meter weiter von uns entfernt sozusagen pflanzen oder aufgehen lassen. Ich schnappe mir hier jetzt mal ganz kurz einen Saatkorn. Ihr seht schon, ich habe auch schon welche im Inventar von der Aufgabe von eben, aber ich wollte euch nochmal eine Alternative zeigen, einen alternativen Platz, wo du das findest. Das Ding aufgesammelt und jetzt kannst du es ja werfen. Und du siehst, wenn du es jetzt direkt vor dir wirfst, ist es ja viel zu nah. Du musst es also weit wegwerfen. Jetzt hast du die Möglichkeit natürlich im Bauen, also nicht null bauen, so wie ich hier, dich einfach ein Stück weit hochzubauen und es einfach irgendwo wegzuwerfen. Du kannst aber auch, wenn du hier schon in der Nähe bist von diesem Lebensbaum, Reality Falls, von diesem Ding, da kannst du das auch nehmen und einfach irgendwo hinwerfen, ja? Und in der Regel geht das einfach auch irgendwie auf. Schaut mal hier, ich bin jetzt hier unterwegs und wir wollen das jetzt mal zusammen testen. Auf dem Wasser wird es nicht funktionieren. Ich werfe mal einfach ein. Hoppala. Zack, zack, zack. Ist der jetzt aufgegangen? Nee, natürlich nicht. Okay, jetzt sind hier schon wieder wilde Leute, die mich irgendwie killen wollen. Feiere ich nicht so. Das heißt, ich verlagere mal ganz kurz die Location. Stell mich hier mal oben auf so einen Baum. Das müsste ja auch kein Problem sein. Komm hier. Zack. Ich lande mal ganz kurz hier. Also bauen ist wahrscheinlich das Einfachste und Schnellste, aber ich will es euch auch mal auf Null bauen zeigen, weil ich das ja sowieso auch mal spiele. Jetzt werfen wir so ein Ding einfach mal irgendwo hin. Zack. Jetzt ist der aufgegangen. Ich markiere mal kurz. 31 Meter. Perfekt. Also, das geht ohne Probleme. Ich kann auch hier nochmal einen hinwerfen und gucken. Weil normalerweise sucht er sich dann irgendwo eine Stelle und geht auf. Guck mal, jetzt ist der wieder aufgegangen. Ich gucke mal. 36 Meter. Also, so funktioniert das Ganze. Die Saat habe ich selber hier bei dem Reality Fall geholt. Oder wie eben in der anderen Aufgabe kann ich euch auch diesen Ort empfehlen. Geht hier einfach hoch, springt auf den Baum, so wie ich das gerade gemacht habe. Gerne auch über einen Geysir. Dann werdet ihr sowieso ja immer in die Luft geschleudert. Geht ganz einfach. Also das war schon zu dieser Aufgabe gar nicht mal so wild. Okay, viel Spaß weiterhin. Ciao, ciao. Hey Leute, willkommen bei einer weiteren Aufgabe. Ich bin hier im Anflug und zwar sollen wir bei Tilted einfach drei Kisten öffnen. Und im Prinzip ist es tatsächlich nicht schwer. Ich mache es nur der Vollständigkeit halber hier auch nochmal für das Video. Ich würde euch da jetzt irgendwie so einen Platz empfehlen, wo ihr schnell viel zusammenkriegt, weil viele ja auch abspringen. Schaut mal, ich bin jetzt hier auf dem Uhrenturm und keine Frage, die Spawnrate ist unterschiedlich. Ihr könnt hierher kommen und auf einmal habt ihr drei Kisten auf einmal drin oder ihr habt keine oder nur eine drin. Okay, ist jetzt nur ein Beispiel, aber ihr seht schon, ich habe jetzt hier ganz normale Truhen, zwei Stück gefunden und dann kannst du einfach hier ein Stück weiter runter gehen und hier seht ihr schon, komme ich auf die nächste. Auch das kann ja dann eine andere Kiste sein, die zum Beispiel mal nicht selten ist, okay? Sondern eine ganz normale Kiste, was aber für diese Aufgabe absolut ausreichen würde. Wenn du unten wieder rauskommst, kannst du gleich in den nächsten Bereich und kannst hier was finden. In dem LKW hast du hier auch eine Kiste normalerweise drin, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau, seht ihr, da hinten habt ihr auch eine. Also Kisten rund um Tilted gibt es echt jede Menge und eigentlich mehr als genug. Markieren tue ich euch nochmal ganz kurz den Uhrenturm. Hier würde ich einfach anfangen, weil ihr da ja relativ, ups, ich glaube, hier ist es, ne? Hier, zack, der war's. Da relativ ungestört seid und da findet ihr in der Regel auch die Kisten. Also, ich wünsche euch erstmal weiterhin viel Spaß. Bis dann. Ciao, ciao. Hey Leute, bei dieser Aufgabe sollen wir das neue Sturzpolster oder Bounce Pad, Jump Pad, wie auch immer ihr wollt, nutzen. Und zwar sollen wir dreimal auf dem Ding rumspringen, ohne den Boden zu berühren. Ganz kurz zur Information, wo findet man das? Also das Teil liegt einfach, ist ein Floor-Item, liegt überall rum, findet ihr in Kisten und so weiter und so fort. Gibt jetzt aber keinen Ort, wo ich euch sagen kann, da kannst du es bei einem NPC kaufen. Ihr müsst es halt leider suchen. Zumindest habe ich jetzt keinen gefunden. Wenn ihr einen habt, dann haut es gerne in die Videobeschreibung beziehungsweise ins Kommentarfeld, aber ich habe jetzt erstmal keinen gefunden. So, und dann kannst du einfach das Ding nehmen. Haust immer wieder Neues drauf, also du sollst auf drei verschiedene kommen. Okay, habe ich jetzt das andere hingeworfen? Oh, was ist denn jetzt passiert, Alter? Sorry, Leute, das wollte ich gar nicht. Also, du sollst auf drei verschiedene kommen, haust das immer ein Stück weit vorher und dann haust du das nächste einfach raus. Also im Prinzip, glaube ich, ist es selbsterklärend, das zweite bzw. das dritte, was ich geworfen habe, müsste hier unter sein. Also wichtig ist einfach, dass ihr auf drei verschiedene Pads geht. Da könnt ihr auch nochmal Anlauf nehmen, wenn ihr sagt, nee, das habe ich jetzt beim ersten Sprung irgendwie vergeigt. Also ich würde es am Stück durchführen. Ich weiß jetzt nicht, mit der LKW kam hier nur in die Quere, aber von der Sache her würde ich es am Stück durchführen, immer. Oder ihr macht es halt nochmal, ne? Würde auch gehen tatsächlich. Ja, ist auch eine gute Idee. Wenn ihr sagt, nee, ich habe die Teile jetzt erstmal ganz kurz geworfen und das ist mir jetzt irgendwie zu doof gewesen, dann würde ich euch empfehlen, ja, geht halt nochmal einen Schritt zurück und macht es nochmal. Habe jetzt nochmal geguckt, ob ich hier auf doof nochmal schnell was in der Kiste finde, aber wie es immer so ist, wenn man etwas braucht, dann findet man es nicht. Aber okay, ich glaube, es ist alles gesagt. Ihr müsst einfach dreimal auf drei verschiedenen Pads so ein bisschen springen und das war's. Übrigens, nach einer Zeit verschwinden diese Bounce-Pads. Da geht dann irgendwie die Luft raus, es geht halt einfach von alleine kaputt. Schaut mal hier,
Ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass ihr irgendwie euch ewig Zeit lassen könnt. Also einfach schnell machen und dann habt ihr es eigentlich auch geschafft. Ihr wisst es und ihr könnt es hundertprozentig besser als ich. Also bis dann erstmal. Ciao, ciao. Hey Leute, ich nehme euch mit zu einer weiteren Aufgabe, bei der wir mit einer aufladbaren SMG Schaden verursachen sollen, nachdem wir sie 3 Sekunden lang auch sozusagen aufgeladen haben. Und das will ich euch mal zeigen. Haben wir sie hier schon? Ja, hier haben wir sie schon. Ich zeige es euch nochmal. So sieht das Ding aus. Für mich, neben der anderen Schrotflinte, die es ja jetzt neu gibt, die unnützeste Waffe. Ich benutze die nie. Ich mag sie überhaupt nicht. So, das ist die aufladbare Maschinenpistole. Jetzt haben wir die. Die andere haue ich gleich mal hier ganz kurz raus aus dem Inventar. Und dann zeige ich euch mal, also ihr kennt es ja, ne? Wenn du die jetzt aufgeladen lässt, so, jetzt ist sie aufgeladen und dann sollst du 3 Sekunden warten und dann dem Gegner erst Schaden verursachen damit, ja? Also eigentlich gar nicht mal so wild. Und das, was ich euch empfehlen würde, ist wie so oft der Mancake, weil der zählt natürlich auch als Gegner. Den kannst du super dafür nutzen. Ich fordere den mal ganz kurz zum Duell heraus, lade meinem SMG auf und warte jetzt, weil wir sollen ja 3 Sekunden warten. Die vibriert dann auch, also mein Controller vibriert wie wild. Das sollst du abwarten und dann, wenn der Typ um die Ecke kommt, sollst du den einfach Schaden verursachen, okay? Wenn das nicht beim ersten Mal klappt, das ist kein Problem, der Typ geht nicht so schnell tot. Wichtig ist einfach, dass du ein paar Sekunden wartest, bevor du ihn sozusagen erschießt. So, das war eigentlich alles. Ich mach's jetzt nochmal, also eigentlich ist es ziemlich easy. 3 Sekunden, 1, 2, 3, 4, also das ist kein Problem, das kriegt ihr gut hin. Und dann knallt ihr den Vogel einfach ab und dann habt ihr es schon geschafft. Ich markiere auch nochmal ganz kurz den Ort, wo ich hier gelandet bin. Ist Rocky Wheels eigentlich kein Geheimnis, aber ich will es euch trotzdem nochmal zeigen. Hier ist das Ganze und hier findet ihr auch so super viel Stuff. Schaut mal, hier liegt auch so viel Zeug rum, so viel Kisten und so weiter und so fort. Ist eigentlich kein Problem, findet ihr in der Regel überall irgendwas, was ihr gebrauchen könnt. Guck mal hier, Kisten ohne Ende, findest du ohne Ende Zeug. Ist alles easy going. Wenn ihr wollt und die Waffe euch dann irgendwie nicht toucht in Grau, dann habt ihr auch die Möglichkeit, hier hinten die nochmal so ein Stück weit zu verbessern. Okay? Das geht auch, weil hier hinten habt ihr die Möglichkeit, also entweder sucht ihr einfach eine bessere oder ihr geht hier hin. In diesem kleinen Gebäude hier habt ihr nämlich die Möglichkeit, Waffen aufzurüsten. Muss jetzt nochmal gucken, wo das Teil war. In irgendeiner dieser Türen, ihr wisst es bestimmt, gab es diese Möglichkeit, das aufzurüsten. Ich glaube, es war hier oder so. Müssen wir mal gucken. Anscheinend gibt es da auch unterschiedliche Spawnrates oder so. Aber ihr wisst Bescheid. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen Aufgaben, bei den Woche 9 Aufgaben. Abo und Like, wenn es für euch cool war. Ansonsten würde ich sagen, bis später. Ciao, ciao.